Hallo Leute, heute ist wieder Freitag, es ist Wochenende und ein neues Video kommt. Und heute möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Literatur, also zwischen einem Literaturagenten und einem Buchverlag. Es ist so, dass die Agentur, die trifft eine Vorauswahl, also du schickst dein Buch, sagen wir mal jetzt zu einer Agentur, und wenn die sagen, wir nehmen das Buch, dann, oder wir sind überzeugt von dem Buch, dann ist es nicht so, dass du dann bereits irgendwie verlegt wirst. Ja, so ist es nicht. Denn die Agentur, wenn die sagen, okay, wir sind von dem, was sie da geschrieben haben, überzeugt, dann macht die Agentur Folgendes. Die vermittelt dich weiter an Verlage und dann muss der Verlag zustimmen und dann wird dein Buch. Also das weiß ich dann auch nicht, wie das genau läuft, ob du dann automatisch in die Buchhandlung kommst, es ist auch nicht automatisch so, denn ich glaube, es sind auch viele Bücher, die nur online im Shop vertreten sind. Aber wie gesagt, die Agentur, die vermittelt dich weiter. Und das Gute ist einfach, wenn der Verlag jetzt ein Buch bekommt von einer Agentur, dann ist da schon mal eine Vorauswahl getroffen worden. Das heißt, dein Buch wird mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist also jetzt nicht so unverlangt, irgendwie, wo jetzt der Verlag da alle Bücher auf den Tisch bekommt, sondern es ist wirklich eine, da ist die Agentur, die steht hinter diesem Buch und ist davon überzeugt. Und dann hat das schon ein ganz anderes Gewicht, wenn der Verlag dann dein Manuskript auf dem Tisch liegen hat. Das ist praktisch, eine Agentur ist praktisch so ein Zwischenschritt. Und was bedeutet das genau? Das Ding ist, wenn jetzt der Verlag sagt, okay, wir drucken das Buch, ja, wir schließen mit ihnen jetzt einen Vertrag ab, dann wird die Agentur, die dich weitervermittelt hat, die wird an deinen Verkäufen mitverdienen. Ganz wichtig, achte darauf, dass die Agenturen, dass die nicht vorne raus Geld von dir wollen, weil das ist nicht seriös. Eine Agentur, eine gute Agentur verdient nur mit dir, wenn du auch Geld verdienst. Sobald du etwas verkaufst, verdient die Agentur mit dir Geld, aber nicht so, dass du dann Vorschuss leisten musst. Lass da die Finger davon, das ist nicht seriös. Ja, es gibt auch viele Zuschussverlage, die dann Geld wollen und dann sagen, ja, wenn du das bezahlst, dann drucken wir dein Buch. Dann, ne, das ist nicht seriös, lass das einfach. Weil das sind so viele Summen, das ist jetzt nicht immer so, dass man sagt, man zahlt jetzt mal da 100 Euro. Ne, das sind tausende Euro, die du da blechen musst in der Regel. Und lass da die Finger davon. Und es ist auch so, dass Verlage einfach überhaupt nicht mehr... ja, die nehmen teilweise gar keine Manuskripte mehr an, sondern die verlangen eigentlich schon von Agenturen vorgefilterte Manuskripte. Also das ist eigentlich ist heute schon der gängige Weg, über eine Agentur zu gehen. Ja? Du verdienst dann natürlich weniger, weil du natürlich auch einen Teil deiner Provision an die Agentur abdrücken musst, aber du hast dann jemanden, der dir da im Rücken steht, der da hinter dir steht und so, und das ist, glaube ich, schon viel wert. Also ich habe mein Buch jetzt erstmal nur an Agenturen geschickt. Und das ist eigentlich so der Unterschied, ja? Dass das wie so ein Zwischenschritt ist. Und wenn eine Agentur sagt, okay, wir versuchen das Buch zu übermitteln, dann ist das schon ein großer Schritt, der getan wurde, aber der bedeutet erst einmal noch gar nichts. Denn es kann trotzdem sein, dass der Verlag dann trotzdem sagt, nee, wir nehmen das nicht. Also, aber es ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt, wenn eine Agentur sagt, wir stehen dahinter, wir sind davon überzeugt, ja, wir erkennen das Potenzial und wir versuchen das jetzt weiter zu vermitteln. Und was dann ist, wie lange das dann dauert, ich habe keine Ahnung. Da bin ich ehrlich drin, weil ich jetzt da auch gerade erst mitten am Anfang bin. Und das wollte ich einfach mal kurz so aufbröseln, was da der Unterschied ist. Und ja, genau. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann, ehrlich gesagt. Und das war's dann auch für heute. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich tue dir den Link zu meinen Büchern wie immer unten rein, auch den Link zu meiner Webseite, wo du dich zu meinem Newsletter eintragen kannst. Da bekommst du in der Regel einmal pro Monat, also wirklich nicht zu oft, eine E-Mail von mir. In der Regel ist das immer das letzte Wochenende vom Monat, wo du einfach mal kurz aufgelistet bekommst, so was ich so erlebt habe. Und ja,
Dann bleibst du immer auf dem Laufenden, was es mit mir so auf sich hat. Und wenn dich es interessiert, dann trag dich gerne unten ein. Dann verpasst du nichts mehr. Ich wünsche dir alles Liebe, ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao.